So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute wird es darum gehen, was unsere Pferde zu fressen kriegen, weil immer wieder die Frage kam, was ich denn zur Entgiftung gegeben habe und wie ich dann weitergefüttert habe, wie lange ich es gegeben habe. Und ich würde sagen, wir starten mal und ich zeige euch mal, wie ich das Essen herrichte. Dabei kann ich es am besten erklären und dann geht's los. So, ich habe mich jetzt hier schon hinter die Hexenküche verschanzt und werde ich das jetzt einfach mal zeigen, wie ich das herrichte. Ich wollte noch mal kurz davor sagen, bevor es losgeht, dass ich keine Tierheilpraktikerin bin und das auch nur aus verschiedenen Quellen weiß und vor allen Dingen auch einer, der ich sehr vertraue. Aber es gibt natürlich verschiedene Meinungen über verschiedene Dinge. Ich habe jetzt mit den Sachen, die ich euch zeige, nur gute Erfahrungen gemacht. Wir haben es jetzt selber lang getestet und deswegen wollte ich euch das Ganze mal zeigen. Also wir können hier mal starten mit der Entgiftung. Das kriegen sie jedes Mal ungefähr 2 Stunden, bevor sie das Hauptfutter bekommen. Also das Hauptfutter, damit meine ich jetzt wirklich dann die größere Portion sozusagen, und das ist wichtig, dass das Zeolit eben 2 Stunden davor gefüttert wird, dass es schon mal wirken kann. Das ist auch ganz wichtig, dass man da auf die Körnung achtet. Wir können da mal reinschauen jetzt. Genau, so ist die Konsistenz halt perfekt, beziehungsweise die Körnung. Wenn es nämlich zu klein wird, dann kann es sich wieder ablagern und dann ist es wieder schlecht. Dann ist es sozusagen wie Sand dann, oder wenn es zu groß ist. Und deswegen nehme ich immer das. Das ist sehr rein. Das habe ich auf Amazon bestellt und das ist eben von BioCare Green. Extra für Pferde, da muss man hier drauf achten. Da gibt es auch eben eins für Hunde und für Katzen. Und dann schaue ich, wer, das ist der Impi, das ist der Emmy und das ist der Enrique. Genau, wir starten mal beim Enrique. Da habe ich langsam angefangen, also ich habe ungefähr, blöd gesagt, so angefangen. So viel war es am Anfang. Also nicht mal so ein Viertel Becherchen. Ganz wichtig, dass ihr das langsam anfangt. Wenn ihr da sofort so einen Becher reinkloppt, dann ist es eben schlecht. Das Pferd kann das nicht richtig verarbeiten. Also die bekommen am Ende jetzt ungefähr 30 Gramm. Der Impi sitzt bei 30 Gramm und sogar ein bisschen mehr, weil der einfach Ekzema ist. Und da ist es mir wichtig, dass der mehr bekommt. Der Enrique kriegt jetzt einfach so einen gehäuften Löffel da rein. Der Impi bekommt da jetzt 2 Löffelchen oder 1,5. So. Und der Emmy, der ist noch in der Startphase, der kriegt jetzt 1 Löffel, das hat sich jetzt hochgesteigert eben auf 1 Löffel. Das wäre es eigentlich schon. Und jetzt kommt dazu die Espasette. Ich habe als sozusagen, ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll, als Haupt, also wenn sie ihre Mahlzeiten bekommen, nehme ich immer als Grundfutter sozusagen, wo ich die Mittelchen drüber gebe, Espasette. Das ist jetzt eine normale Espasette, aber die muss man halt immer extrem einweichen, weil die sonst im Körper, also im Magen halt aufgeht, wenn man die nicht genug einweicht und das eben dann schlecht fürs Pferd ist. Hier habe ich meine Mini-Espasette drin. Die ist ganz fein und die quillt nicht mehr viel. Da muss man nur ganz bisschen Wasser drüber geben. Da kann man sogar kaltes Wasser drüber geben und es geht genauso auf. Die ist von Okapi, habe ich mir die bestellt. Und da kriegen sie jetzt wirklich nur, damit sie es fressen, einfach so ein Viertel Schaufel, jeder drüber. Nicht viel, weil sonst ist das wieder blöd fürs Zeolit. Einfach nur, damit sie das fressen, mit Wasser dann. Genau, da tue ich jetzt einfach Wasser dazu. Das saugt mehr, als man meint. Das zieht gleich alles weg. Wenn man meint, hui, ist das viel Wasser, aber das ist gleich alles weg. Genau, das bei allen einfach so voll machen. Kurz warten. Und immer wieder lächeln. Also man sieht, wie schnell das einfach alles aufsaugt. Stimmt. Und so ist das bei allen. Und das macht ja nichts, wenn es ein bisschen wässriger ist. Solange sie alles essen. Das ist ein Problem. Und dann geben wir es jetzt gleich mal den Pferden. Das war irgendwie schon wieder ziemlich trocken sogar. Es geht relativ schnell. Der Enrique steht gerade draußen, dem geben wir es jetzt auf der Wiese. Dann gehen wir mal. Wie soll ich das filmen ohne Minen? Ich filme nur noch deinen Kopf und den Himmel. So, jetzt haben die Jungs gerade ihr Entgiftungszeolit und essen das und ich richte in der Zeit jetzt das Hauptfutter her, sozusagen für nach der Arbeit, das sie dann kriegen. Und da habe ich erstmal die großen Schüsseln vorbereitet und da nehmen wir jetzt einfach wieder die Espasette. Da kriegt jetzt der, was ist denn der erste, der Impi zum Beispiel, eine Dreiviertel Schaufel. Der Impi kriegt nur ganz wenig und der Enrique kriegt einfach 2 Schaufeln. Mehr schafft er leider nicht, mehr frisst er auch nicht. Er hört dann einfach auf und ist dann schade, wenn die ganzen Sachen, die da drin sind, dann weggeschmissen werden sozusagen.
kleine Esspassette, weil es einfach viel einfacher und viel schneller geht, wie jetzt, wenn ich die andere erstmal einweichen muss und dann warten muss. Genau, der Grund, warum ich die Esspassette benutze als sozusagen Grundfutter für die ganzen Mittelchen, ist einfach der, dass es sehr rein ist. Es ist alles meine Meinung, das, was ich aufgeschnappt habe und das, was ich weiß. Ich will da keinen von irgendwas abbringen. Ich habe nur festgestellt, dass einfach das Müsli oder generell die Sachen aus der Industrie mit sehr viel Streckzusätzen aufgeblasen werden und wir Menschen denken uns, boah, ist das gut und das riecht ja voll lecker, aber fürs Pferd ist es eigentlich nur Müll. Meine Meinung kann jeder für sich selber entscheiden. Die Esspassette hat ein sehr gutes Aminosäuremuster, das passt halt sehr gut zu den Pferden und eure Vierbeiner müssen sozusagen dann weniger überschüssige Aminosäuren dann über die Nieren oder so ausscheiden und deswegen finde ich, die ist einfach super. Man kann natürlich auch Luzerne nehmen oder was gibt es noch, Heukops. Oder Hafer zum Beispiel, ist alles gut. Und deswegen habe ich die jetzt einfach gewählt. Genau, dann fangen wir an. Jeder kriegt jetzt was Unterschiedliches von diesen Hauptmittelchen. Ich nehme jetzt einfach einmal ein Mineralfutter. Da habe ich jetzt das von Nature's Best. Da kann man einfach ein gutes nehmen, wenn man auf die Inhaltsstoffe achtet. Da kriegen sie jetzt einfach einen, so eine Schippe voll. So, jeder. Sehr wichtig, man kann da immer wieder Pausen machen oder einfach gute Salzlecksteine im Offenstall haben oder in der Box. Dann ist es auch gut. Genau, dann ist es beim Impi eher so, dass der momentan, bin ich ja sehr dabei, seinen Darm und seinen Magen einfach zu schonen und wieder aufzubauen. Und die ganzen Fäulnisbakterien, die da drin sind, diese Milchsäurebakterien, die sich da angelagert haben, er ist das sehr empfindlich und man sieht sofort, sein Bauch wird dick und hart und er ist aufgeblasen und der Hals wird dann immer weniger, also er baut dann super schnell auch ab. Das sieht man bei ihm auch sofort, wenn er nicht so gutes Heu frisst und die Heuqualität schlechter ist. Dann sieht man das ihm sofort an, weil da eben viel Pektin drin ist und das füttert dann wieder die Milchsäurebakterien und das führt dann dazu, dass die Pferde so aufgasen. Und deswegen bin ich momentan dabei, das alles so auszuführen aus ihm, das kann man machen. Und da ist eigentlich ein wesentlicher Hauptbestandteil, um diese Fäulnisbakterien zu verdrängen, ist der anorganische Schwefel. Da habe ich jetzt den von Vital und Fit mit 100. Ich weiß auch nicht, den habe ich auch bei Amazon bestellt. Und der verdrängt eben diese Fäulnisbakterien aus dem Darm. Der anorganische Schwefel bleibt unverdaut während dem Gang durch den Körper und da stützen sich nur die Elektronen auf die freien Radikale und nehmen das sozusagen alles mit raus. Also man braucht sich da keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert. Das hat bis jetzt bei uns super funktioniert. Und da kriegt er es einfach. Wie man sich das vorstellt, das ist ja ganz gelb. Ja, das ist auch sehr gut, wenn man das mit zum Beispiel Kokosöl oder sowas mischt. Na! Es riecht nicht so gut, aber es ist sehr gut, weil das wirkt antibakteriell gegen Pilze und Milben und sowas. Wenn man jetzt zum Beispiel offene Stellen hat, kann man das super nehmen. Wenn man so als Creme von außen macht, meinst du, gell? Ja. Wenn man es als Creme von außen verwendet, für komische Stellen oder so, wo man sich nicht sicher ist, kann man das benutzen. Das wirkt eben gegen Pilze und Haarlinge. Es wirkt sozusagen von innen und von außen. Und da bin ich sehr froh drüber. Also von innen und von außen sehr gut anwendbar. Finde ich super. Hat bis jetzt richtig gut geklappt. Impis Bauch ist total zurückgegangen. Ich werde euch auch noch später ein Vorher-Nachher-Bild einfügen, damit ihr seht, von was ich da spreche. Dann haben wir hier noch den organischen Schwefel. Das ist das MSM. Das ist von Makana. Der enthält viele körpereigene Stoffe, einfach gute Aminosäuren, die wichtig sind und unverzichtbar. Das bekommt der Impi. Da haben wir auch ganz klein angefangen und jetzt bekommt er ungefähr, ein bisschen mehr bekommt er schon. Ungefähr so viel. Da einfach rein. Dann bin ich eigentlich von normalem Öl umgestiegen auf Ölsaaten, wie zum Beispiel Hanfsamen. Ich gebe trotzdem jetzt noch immer ein bisschen Öl dazu. Weil wir es haben. Weil wir es einfach haben, aber grundsätzlich können das die Pferde besser umsetzen, wenn es einfach eine Ölsaat ist. Genau. Jetzt zeige ich euch mal den Sack, in dem unsere Hanfsamen drinnen sind. So sieht der aus. Den habe ich auch bei Amazon bestellt. Sag das mal, wie das ausschaut, Hanfsamen von innen. Mhm. Da gibt es auch noch andere Sachen. Der ist jetzt zum Beispiel unbehandelt. Also das ist nur der Samen an sich, ohne irgendwie gepresst zu sein oder gequetscht oder zerschrotet. Oh, sag mal, da esse ich jetzt eins, dann bin ich high. Und da kriegt jeder einfach so eine halbe Schütte von. Mm, schmeckt nussig. Oh, das kannst du ja übers Müsli da. Ja, das kann man super selber essen. Mhm. Da kriegt jeder einfach so eine halbe. Oh, das schmeckt eigentlich nach Haselnuss. Das muss man alles langsam steigern. Genau, jetzt haben wir es schon fast. Jetzt bekommt der Enrique, wo ist es denn? Noch Brennnessel.
wegen seinen ganzen Punkten, er hat so harte Knubbelchen überall an der Schulter. Brennnessel wirkt eben auch entgiftend zusätzlich. Und dann, mal, ja. Das sieht so von innen aus. Ach, das sind auch wieder so. Mhm. Das ist von Mooskuhn zum Beispiel. Genau, die Brennnessel ist auch eben entgiftend. Oh, und dann gibt es jetzt noch für den Impi einmal Melisse und einmal Oregano. Melisse enthält viele Gerbsäuren, die einfach gut für den Magen sind. Und wirkt zusätzlich gegen Stress und sowas allgemein sehr gut. Und der Oregano ist auch entzündungshemmend und sehr gut fürs Pferd. Lass mir mal schnell riechen. Also die Melisse riecht zitronig. Ach, wie eine Pizza. Mhm. Oh ja, die genau. Melisse riecht... Ja, die Melisse riecht sehr zitronig. So, das war's auch schon. Mehr bekommen sie gar nicht. Das hat es gereicht. Nein, Spaß. Aber jetzt sind wir soweit. Da kommt jetzt mal Wasser drüber und dann können sie die Pferde fressen nach der Arbeit. Und das war's. Ihr könnt euch das nochmal von nahem anschauen. So, dieses Futter, was sie am Ende kriegen, ist auch vorbereitet. Und jetzt machen wir erstmal was mit den Pferden. Ich hoffe, ich konnte euch Aufschluss geben und alle Fragen sind beantwortet. Falls ihr noch welche habt, könnt ihr die gerne kommentieren oder ihr schreibt mir per Insta. Und ich versuche die dann alle zu beantworten. Wenn ihr wissen wollt, woher ich das alles weiß und wie das angefangen hat, dann könnt ihr mal auf Instagram bei Ein gesundes Pferd nachschauen. Die hat mich sehr gut beraten mit dem Impi. Als es ihm damals schlecht ging, der hatte stumpfes Fell, einen riesen aufgeschwollenen Bauch und sah einfach nicht spanisch aus. Er war einfach irgendwie... Ich weiß nicht, das Feuer hat ihm wieder gefehlt. Er sah einfach nicht gut aus und da hat mich die liebe Cordy sehr gut beraten. Und ihr könnt euch an sie wenden, wenn ihr andere Fragen habt oder irgendwas wissen wollt. Die gibt euch gerne eine Beratung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal.